Hallo. 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 Yeah! So, also. Scooter Tech trifft. Herzlich willkommen. Wir sind bei Marty. Und den Marty kennt er bestimmt schon. Der fährt jetzt schon wie viele Jahre in der DSSC? 7 Jahre. 7 Jahre. Der Marty ist gestern erst 14 geworden oder vorgestern. Alles klar. Marty, sag noch irgendwas Schlaues. Los geht's. Los geht's. Mein Vater ist früher selber Rennen gefahren mit dem Roller und dann war ich mal auf einigen Rennen dabei. Dann habe ich mich einfach mal auf den Sprinter draufgehockt. Und an dem Tag habe ich zu meinem Dad gesagt, Papa, ich will auch fahren. So, dann hat er mir einen aufgebaut, aber er musste halt aufhören zum Fahren, weil es ein zu hohes Risiko ist. Und er muss auch immer am Start dabei sein. Ja, und jetzt sind wir dann hier. Das ist der 3. Sprinter mittlerweile. Den ersten hatte ich einen Sturz. Da bin ich, ich weiß gerade nicht, wo das war. In Eisenach? In Eisenach. Da bin ich gefahren und dann kurz nach dem Ziel bin ich mit meinem Oberkörper hochgegangen. Da kam eine Windböe, hat sie mich nach links getrieben in so ein Fangnetz von Flugzeugen und dann hat sie mich überschlagen. Aber dir ist nichts passiert? Nee. Glück gehabt? Ja, das Einzige ist eine Narbe an meiner Schulter. Ja gut, aber seitdem hast du ja, ist ja nichts mehr passiert. Nein, zum Glück. Und die Sonic bist du dieses Jahr auch schon gefahren? Ja, 3. Platz bin ich. Aber mir fehlt halt ein Rennen. Ja. Ja. Wie sind jetzt die Pläne fürs nächste Jahr? Noch schneller fahren. Noch schneller fahren? Okay, was baut er momentan? Also derselbe Motor kommt, wird wahrscheinlich übernommen? Ja, in einen anderen Rahmen. Genau. Der ist ca. 10 cm länger. Hat eine ganz andere Aerodynamik später. Ja, aber wie sind da deine Pläne? Was schätzt du, wie willst du natürlich Erster werden, ne? Also in der Index-Klasse sind schwere Konkurrenten, weil die fahren wirklich auch ziemlich genau. Ja, ich probiere es einfach mal. Ja. Und in der Sonic wird es ja nicht mehr schwer sein. Warum? Weil ich um eine Sekunde schneller bin als der andere. Wer ist der andere? Oh Gott, wer ist der andere schnellste? Wahrscheinlich ich. Ja. Junge, Junge, Junge. Da habt ihr euch nicht lumpen lassen, ne? Nö. Schöne Kombi. Kannst du mal umdrehen? Ja, klar. Sehr nice. Schönes Teil auf jeden Fall. Ja. Und wie war es dort im Werk? Sehr cool. Ja? Waren die okay, die Jungs? Ja, also wir wurden von 2 Frauen bedient. Hey. Und der Gründer von Denise, ja, der war im Nebenwerk. Aber okay, der konnte leider nicht rüberkommen. Okay. Da hinten nehme ich mit rausholen. Oh. Ah, da brauchst du 5 Minuten. Okay. Geiles Pocketbike, Mann. Mit dem Pocketbike habe ich früher angefangen, fahren zu lernen. Was, mit dem Pocketbike? Ja, mit dem wurde ich auch eingeschult. Echt? Dann zeig mal das Pocketbike. Ja, magst du das Fahrrad kurz komplett raus? Damit hat also alles angefangen. Ja. Mit diesem Pocketbike. Mhm. Nein, inzwischen bist du zu groß dafür. Nur, wobei, das trifft eigentlich auf jeden zu, der Pocketbike fährt. Ja. Setz dich mal drauf. Guck mal, ob es noch passt. Mangelhaft. Fast. Theo. Ja. Zigarette im Mundwinkel. Natürlich. Fahrrad raustragen. Rausschleppen. Ist dein Roller. Ja. Und dein Sohn auch. Auch, ja. Der Marty hat mir schon erzählt, wie alles angefangen hat. Du bist das ja quasi schuld, ne? Du natürlich, immer der Papa ist schuld dran. Ja. Du bist früher auch gefahren, oder was? Ja, ja, zeitlang. Und somit ist der Sohn dann auch auf den Geschmack gekommen. Ja, dem war es halt langweilig auf der Rennstrecke. Ja. Und aus Langeweile hat man die Tugend draus gemacht. Und nun schon einige Jahre, auch sehr erfolgreich, ja, inzwischen, ne? 6 Jahre mittlerweile. Ja. Ja, das fängt das 7. Jahr an. Ja.
Und der neue Sprinter ist gerade im Aufbau. Ja, ja. Noch beim Lackierer, habe ich gehört. Beim Pulvern, ja. Genau. Und dann geht's nächste Saison schon wieder weiter. Gleich wieder weiter. Ja, der Papa ist stolz, ne? Ist auch kein Wunder, oder? Ja. So, da ist mein gutes Stück. Da ist er. Den ja. Hast du auch schon ewig, oder? Ja, ja. Wirklich schon ewig. Und den hat er ja mir eine Freude machen wollen. Kannst du dich noch daran erinnern mit dieser Aktion, was er machen wollte? Tune My Scoot. Ja. Ah, ja, ich erinnere mich. Ja, und dann hat er so eine heimliche Geschichte machen wollen, dass man das Fahrzeug wieder neu aufbaut, weil ich habe ja die Zeiten dazu. Du hast ja, stimmt, du hast da, ja, der steht schon eine ganze Weile hier in der Garage. Ja. Ne? Aber das sieht eigentlich immer noch gut aus, Theo. Ja, gut, er hat schon ein paar Schrammen halt, gell? Naja, gut, durch aber... den Sturz. Aber, Und der Motor müsste mal wieder frisch gemacht werden. Der ist noch richtig oldschool. Da ist noch der alte Racing-Zylinder drauf, der erste. In 2 Jahren nehmen wir den auch noch mit auf den Rennen. Ja, aber da muss man den Motor machen. Damit er wieder... Martin. ...richtig flott, ja. Flott unterwegs ist. Vielleicht willst du da mal ein bisschen mal dein Projekt da daraus machen. Ja. Hm? Ja. Der ist doch noch gut, der Roller. Der ist doch noch gut. Ja. Guck mal, da sind noch lauter feine Parts drauf. Hey, ja, Jesus, Maria und Josef. Ja. Das ist echt noch gut. Da lässt du den da hinten in der Ecke stehen, Theo. Ja, Mensch. Schade, ich sage, ich komme ja leider nicht dazu. Und ich musste ja damals ja aufhören zum Fahren. Das war ja damals die Bedingung. Deal war Gasanschlag. Stimmt, der war ja, wie alt war er? 8, als er angefangen hat. Genau, Gasanschlag und ich durfte nicht mehr fahren. Okay. Also, und den Deal sind wir eingegangen. Was machst du, Max? Ja, sonst wäre es nichts draus geworden. Klar, du musst ja jemand, gerade wenn du mit 8 anfängst und dann auf so einem Sprinter sitzt, muss ja jemand am Start sein und der aufpassen kann. Ne? Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber hat sich ja gelohnt, siehst du, was draus geworden ist? Ja. Aus dem Jungen. Das ist schon ganz groß. Naja. Dein Moped ist ja gar nicht hier, Marti. Ja. Kannst du jetzt gar nicht representen? Ja. Ein paar Teile kannst du senden. Ja, ein paar Teile. Ja, wo sind denn die Teile? Im Auto. Da. Theo. Ja. Was sehen wir denn hier? Das ist der Überlaufbehälter für den Kühler. Ja. Marke Eigenbau. Komplett aus Aluminium. Gefertigt. Weil, ja, da gab es halt nichts. Okay. Dann haben wir gedacht, bauen wir selber. Sehr schön. Gut, die Teile sind die Verlängerung von den Fußrasten. Ja, was haben wir noch da? Reduzierte Gabelbrücke. Ja, ein paar Teile für den Kühler zum Befestigen. Sieht doch alles schon mal sehr gut aus. Ja, und hier noch die Muttern. Das Steuerlager von der Gabel. Momentan alles. Leider, das andere Zeug kommt erst nächste Woche. Und der Rahmen wird farblich dann wahrscheinlich auch schwarz und rot, oder? Ja, eher rot. Ja. Wir wollten als erstes Neon. Da hat uns aber der Pulvermensch erzählt, dass das die Neonfarben ausbleichen. Okay. Deswegen haben sie die ganzen Neonfarben aus dem Programm rausgenommen, weil es einfach so viele Reklamationen von den Kunden gegeben hat. Okay. Und dann hat er sich halt für Rot entschieden. Ja, sehr gut. Seine Lieblingsfarbe im Prinzip. Ja, so sieht's aus. So schaut's aus. Noch viel Arbeit. Noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, ja. Und der Motor wird dann einfach 1:1 transplantiert, das passt alles so? Ja gut, aber ja, wahrscheinlich schon, aber wir machen trotzdem auf, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja. Eventuell neue Kurbelwellenlager reinmachen. Ja. Der läuft auch schon einige Jahre jetzt, der Motor, ne? Ja, ja. Bis jetzt hat er den zweiten Zylinder drauf. Ja. Wenn man überlegt, 6 Jahre im Einsatz. RT70 ist das, genau, ne? Und null Probleme. Nicht einmal der erste Zylinder hatte Probleme. Man hat ihn vorsichtshalber nur getauscht, ja. Ja. Und man muss schon sagen, also das RT-Zeug ist schon sehr gut. Also ich kann nichts Negatives dagegen sagen. Okay. Exquisit. Ja, ja. Exquisit. Ja. Alles vom Feinsten. Hast du noch irgendeinen guten Tipp für Leute, die auch anfangen wollen und überlegen? Seid am Anfang vorsichtig.
Okay. Und tastet euch ran. Sehr gut. Das war doch, siehst du, das ist doch ein gutes Schlusswort gewesen. Bam.